Ja, guten Morgen. Willkommen zu den Morning News. Diese werden ermöglicht durch Texto, Europas führendem Dienstleister für Tax Compliance. Jetzt habe ich mir zwar aufgemacht, dass ich noch ein paar Texto-Facts erzählen wollte, aber ich habe den betreffenden Artikel nicht durchgelesen. Trotz alledem, unterhalb des Videos, da ist er verlinkt, der Beitrag, den der Roger Gutmann am Wochenende in der Wortfiltergruppe gepostet hat. Hier geht es wohl um Herausforderungen im VCS und entsprechenden Steuerherausforderungen, die sich hieraus ergeben. Ja, ich habe es leider nicht gelesen, habe es verpeilt. Entschuldigung. Ja, die FBA-Gebühren haben sich nun auch hier in Europa und Deutschland angepasst. Dieselzuschlag und Inflation haben zugeschlagen. Wesentlich für euch ist, dass ihr jetzt nicht denkt, oh Gott, jetzt verdiene ich weniger. Im Grunde genommen müsst ihr das gleiche verdienen wie vorher. Ihr müsst diese Preiserhöhung tatsächlich eins zu eins weitergeben und habt nicht die Angst, dass ihr Umsätze verliert. Ich weiß, dass bei vielen Händlern so eine latente Angst ist, okay, wenn ich die Preise weitergebe, dann gehen meine Umsätze in den Keller. Natürlich wird es das bedeuten, dass die Umsätze sich möglicherweise auch anpassen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist aber etwas wesentlich Wichtigeres, das sind eure Erträge. Und wenn ihr eh schon auf einem dünnen Eis schwimmt, und das tun die meisten von euch, weil es ist ja nicht die erste Preiserhöhung, mit der ihr konfrontiert worden seid, so in den letzten anderthalb, 2 Jahren. Auf der einen und auf der anderen Seite nicht der erste Umsatzrückgang. Ich meine, der Pandemie-Peak ist vorbei. Wir haben massivste Herausforderungen in den Energiekosten. Uns trifft die Inflation und wir haben natürlich auch massive Herausforderungen in der Lieferkette. Ganz ehrlich, reagiert jetzt hier bitte nicht falsch. Am Ende des Tages steht nämlich bei euch, wenn ihr falsch reagiert, die Insolvenz. Punkt. Muss man genauso hart auch sagen. Wenn ihr jetzt nicht versucht, durch Maßnahmen die Herausforderungen zu lösen, dass ihr im Prinzip Preisanstiege halt habt, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Welche Chancen habt ihr? So, zum einen, ihr könnt euer Sortiment erweitern, das heißt, neue Produkte an Bord nehmen. Gut, das ist teuer. Ihr könnt eure Vertriebskanäle erweitern. Das geht, ist in der Regel günstig. Sprich, wenn ihr auf Amazon präsent seid, inwieweit seid ihr in der Lage, hier neue Amazon-Marktplätze mit aufzuspielen? Wenn es auch im Zweifels ein bisschen ein bisschen ruppelig ist, also ein bisschen spontan und nicht bis ins letzte Detail durchoptimiert, so ist es trotz alledem eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, ihr versucht, eure Artikel aufzuladen, zum Beispiel durch erweiterte Garantien. In der Regel auch eine hervorragende Idee, so dass ihr einen Mehrwert nach außen hin demonstriert gegenüber eurem Wettbewerb. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Oder aber ihr versucht euch im Social Media Bereich und versucht so, ich meine, das ist ja im Prinzip eine alte Strategie, Traffic auf eure Produkte zu lenken durch externe Quellen. Klar. Durch Bewegtvideos, TikTok, YouTube Shorts, Reels, sowohl bei Facebook wie auch bei Insta sind eine Möglichkeit. Die kosten nicht viel Geld, geben euch allerdings eine hervorragende Möglichkeit. Und ganz ehrlich, ich habe es jetzt nur ausprobiert, indem ich also per Copy and Paste per random coole Videos auf TikTok runterlade, die brande und dann sowohl auf Insta wie auch auf Facebook hochlade. Die Reichweitenentwicklung ist gigantisch. Das heißt, ihr erreicht dadurch eine enorme Sichtbarkeit eurer Brand. Ihr könnt es so machen wie ich. Ich begehe einen Urheberverstoß, müsst ihr euch halt überlegen, ob es euch wert ist im Zweifelsfalle. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite könnt ihr es auch ganz legal machen. Fragt die Urheber halt an. Die sind in der Regel relativ chillig, hatte ich auch einmal gemacht. Oder aber ihr nutzt große Videoportale wie zum Beispiel Newsflare, wo ihr von Apple und coole Videos bekommt. Gibt es also hervorragende Möglichkeiten. Schaut mal, welche Chancen ihr hier habt, eure Produkte tatsächlich sinnvoll aufzuladen. Ja,
Der Christian Deak hat einen großartigen Artikel auf dem Blog veröffentlicht, und zwar über steuerfreie und nicht steuerbare Sachleistungen. Das heißt, was könnt ihr euren Mitarbeitern für lau noch obendrauf geben, ohne dass diese Dinge versteuert werden müssen? Das sind im Prinzip versteckte Lohnerhöhungen und kleine Goodies, Benefits, die ihr euren Mitarbeitern zukommen lassen könnt. Das ist insbesondere Arbeitskleidung. Gerade im Lager hättet ihr halt die Chance, über Hosen, Westen, Pullover, Schuhe, Socken, Jacken, die Chance, Mützen, die Chance, hier ganz, ganz coole Dinge zu bringen. Und wenn ihr die noch cool designt, und ich meine ganz ehrlich, über Amazon Merch oder andere, Shirtinator zum Beispiel, über andere Anbieter, ist es ja total easy, personalisierte Hoodies, Jacken, Hosen etc. zu bestellen. Dann habt ihr nicht nur geile Klamotten für eure Mitarbeiter, ihr habt auch ein geiles Branding und ihr habt eure Mitarbeiter zu euren Markenbotschaftern gemacht. Das ist eine Sache, die gar nicht mal so doof ist. Und eure Mitarbeiter freuen sich, haben dadurch quasi eine versteckte Lohnerhöhung, und why not? Für euch halt günstig. Im Übrigen auch gut, wenn eure Mitarbeiter anfangen mit Lohnerhöhungen und ihr habt diese Möglichkeiten noch nicht, dann könnt ihr das halt auch mit in den Lohnerhöhungstopf in dieser Diskussion werfen. South China Morning Post. So, jetzt habe ich berichtet über den Ausfall zweier Foxconn-Werke. Das sind die Werke, die hauptsächlich für Apple produzieren, sodass Apple halt die eigene Lieferkette als sehr stark bedroht ansieht. Ja, das wird auf uns zukommen, und das ist, Entschuldigung, aktuell der Joachim Graf von iBusiness hat er bei uns in der Gruppe auch die Frage gestellt, wer durch die Unterbrechung im Hafen in Shanghai betroffen ist. Ein Händler hatte ich gestern gesehen, war davon betroffen, und wir müssen uns tatsächlich auch diesen Risiken stellen. Wir müssen unsere Lieferanten abfragen und auch ernsthaft drauf drücken und uns nicht mit Larifari-Antworten zufrieden geben. Denn die Lieferkettenproblematik, die wir jetzt haben, wirkt uns bis ins Weihnachtsgeschäft. Also wir werden jetzt die gesamte Saison durch bis Weihnachten werden wir damit konfrontiert sein. Und wenn wir uns hier jetzt nicht rechtzeitig uns Gedanken machen, bedeutet das, dass wir keine Produkte mehr haben, keinen Umsatz mehr haben, Kosten haben, Minus machen, Scheiße. Also sich der Situation stellen. Schauen, welche Möglichkeiten gibt es, und auch unter Umständen einmal die Augen offen halten nach europäischen oder halt auch außereuropäischen Ländern wie zum Beispiel die Türkei, wo man Ware halbwegs vernünftig herbeziehen kann. Portugal ist auch ein großartiges Land. Hier macht es als Tipp Sinn, schaut an, welche Messen in diesen Ländern stattfinden, welche Produktmessen stattfinden, und dann geht man in die Messekataloge. Die stehen mittlerweile online, und da könnt ihr anhand der Messekataloge schon recht schick euch mit neuen Lieferanten unter Umständen eindecken, die ihr dann im Zweifelsfalle besuchen könnt. Ja, und nach wie vor Restposten. Ne? Restposten ist, glaube ich, immer noch ein Thema, was für viele ein rotes Tuch ist. Warum auch immer. Ja, Restpostengeschäft ist etwas komplexer und setzt eine extremst geile Intralogistik auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite coole Verwaltungsprozesse voraus. Und die kann man halt im Grunde genommen recht einfach auch schaffen. Das ist nicht so schwer. Ja, das dazu, dass wir die Lieferkette wirklich im Griff halten müssen. Einen total geilen Artikel, den habe ich auf T3N gelesen, stammt wohl ursprünglich von Golem. Über drahtlosen Strom, den Amerikanern ist es gelungen, über eine Strecke von einem Kilometer 1,6 Kilowatt Strom drahtlos zu transportieren, und zwar mithilfe von Mikrowellen. Die Art des Transports soll sogar tatsächlich für den Menschen verträglich sein. Die Kernidee ist die, dass aus dem Weltraum zukünftig Strom an Truppen geliefert werden
soll. Hier ist die Forschung, der Forschungsauftrag kommt aus dem militärischen Kontext. Unfassbar, was man sich hier relativ schnell an Möglichkeiten vorstellen kann. Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, Mensch, meine Güte, wir haben die Sahara. Da gab es schon mal Ansätze in Afrika, sich mehrere Konzerne und Länder zusammenschließen und dort einen großen Solarpark bauen, ist leider gescheitert. Aber hier wäre dann die Frage, wie wird der Strom transportiert? Übers All wäre das natürlich großartig. Aber das sind Zukunftsvisionen, aber ja, meine Güte, ich meine, diese Visionen werden irgendwann einmal Realität werden. Und das scheint mir so eine Schlüsseltechnologie zu sein, die sich hier gerade entwickelt, die uns wahrscheinlich sehr weit nach vorne bringen wird. Ja, jetzt habe ich schon wieder, es sollte DSA heißen, Digital Service Act, in der Beschreibung des Videos steht DAS. Ja, der Digital Service Act ist jetzt eine beschlossene Sache. Damit hat sich zum Ende der Woche die EU mit auseinandergesetzt. Das bedeutet für uns im Grunde genommen, dass ja, so ein paar wichtige Punkte. Die Identitätsprüfung auf Marktplätzen für Händler wird jetzt ein wichtiger Punkt sein. Im Wesentlichen, uns trifft es ähnlich. Im Impressum, das ist völlig easy. Aber die Identitätsprüfung muss halt jetzt auch etwas genauer stattfinden, gerade bei Drittland-Anbietern auf der einen Seite. Und ihr erinnert euch oder ihr kennt es von den kleinen Plattformen, von den Anzeigenplattformen, eBay Kleinanzeigen. Dort ist das anonyme Anzeigen bisweilen möglich. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Ja, also die großen Plattformen müssen eine proaktive Risikobewertung ihrer Produkte bringen. Sehr, 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 sehr großartig, hilft und schützt uns davor, dass Drittlandhändler den Marktplatz überfluten mit gefährlichen Produkten. So soll es jedenfalls sein. Das, was noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Dark Pattern verboten werden sollen. Halte ich für gar nicht mal so schlecht, aber auch hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite, warum soll etwas digital verboten sein, was tatsächlich auf jedem Wochenmarkt stattfindet. Also da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeit. Das ist das, was mich stört. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Situation, dass wir hier sehr unfaire wettbewerbliche Methoden haben, die irreführend sind, die aber auch, und das ist der Punkt, im Wesentlichen nur den Großen zur Verfügung stellen. Kleineren Händlern, für die ist es sehr, sehr schwer. Ja, aber das werden die Dinge sein, die jetzt auf uns zukommen werden, spätestens 2023. Haben wir uns damit zu beschäftigen. Und dann kommen wir zur letzten Sache. Boah, heute sind die News echt hart, ne? Also das sind auch echt so Themen, da muss man sich einlesen. Und alles habe ich heute nicht geschafft. Also, Trusted Shops berichtet von einem Änderungswunsch der EU-Kommission der Verbraucherrecht-Richtlinie und der unlauteren. Gott, wie heißt das andere Ding? Das ist echt schwierig. Ich werde es gleich haben, hoffentlich jedenfalls. Aber da, der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, meine Güte, UGPRL, einverstanden. Warum ist das für uns wichtig? Wichtig ist es deshalb, weil da ein paar Punkte drin geregelt sein werden in Zukunft. Und das sind zum einen die neuen Informationspflichten, einmal über die Lebensdauer der Produkte. Dann die Informationspflicht über Update-Möglichkeiten, die Informationspflicht über Reparierbarkeit und eine Reparaturkennzahl. Dann geht es um Erweiterung der Irreführungstatbestände. Und ich kann euch nur empfehlen, lest euch einmal den Artikel von Trusted Shops von Dr. Carsten Fröhlich durch, dass ihr im groben Überblick habt, was da auf uns zukommt. Wir müssen uns da damit beschäftigen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wird uns definitiv betreffen. Gerade was die Reparaturfähigkeit der Produkte angeht, wird ein extremst wichtiger Punkt sein, mit dem wir uns auch jetzt schon beschäftigen müssen. Stellt euch mal vor, ihr nehmt jetzt Produkte,
in euer Sortiment auf, wo ihr einen Lifetime-Cycle von 5 Jahren erwartet. Dann seid ihr volle Pulle mit euren Produkten in der Reparaturfähigkeitsregelung drin und ihr benötigt hierzu Aussagen. Und da solltet ihr euch deshalb extremst beschäftigen. Das war's mit den Morning News. Meine Güte, waren heute ein bisschen holprig. Entschuldigung dafür. Trotz alledem wünsche ich euch den geilsten Start in die neue Woche, den ihr euch nur vorstellen könnt. Habt Reibach bis zum Abwinken, bis ihr nicht mehr schlafen könnt. Und ich ja, wünsche euch ein geiles Händchen, ein großartiges Händchen, kreative Ideen, wie ihr ja, den Preissteigerungen, die uns allerorts erwarten, im Augenblick begegnen könnt. Habt eine geile Woche. Bis dann und bis morgen. Tschüss.